und herzlich willkommen zurück zu Durchgeknabbert Dark Souls 3. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Bootsmann nennen, wenn ihr wollt. Zumindest wäre das ganz gut, denn als Euchler könnte ich vielleicht durch den geschmolzenen See schwimmen, wie ein kleiner Hecht. Nein, eigentlich eher wie ein Bootsmann, ach, wie dem auch sei. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne überleben. Ich habe allerdings nicht mehr besonders große Chancen, das auch zu tun. Denn wir werden hier wieder beballert und hier ist eine große offene Fläche. Wir können uns hinter diesen Mauern nicht verstecken, soweit ich mich recht erinnere. Und wir haben nichts mehr zum Heilen. Toll. Also beste Voraussetzungen, liebe Leute. Jetzt schaue ich mal eben. Also hinter der Säule da vorne bin ich auf jeden Fall sicher. Ich weiß halt nur nicht, ob da noch irgendwie Feinde auftauchen. Das klang gerade so ein bisschen so. Ah, noch klingt es so, als wäre ich hier erstmal sicher. Ah, da vorne sehe ich Feinde. Und zwar richtig gemeine Feinde. Ah, diese Räder. Kann ich nicht einfach irgendwie durchrennen? Denn, na, da sehe ich auch einen Schatz. Ich glaube, da möchte ich hin. Okay. Da gehen wir hin. Schätze locken mich ja durchaus an. Okay. Wo schlägt's ein? Irgendwo über mir. Alles klar, den wollen wir haben. Heimatknochen 2, ja, den könnte ich auch langsam gebrauchen. Wir bleiben mal schön nah hier an der Mauer, in der Hoffnung, dass es nicht durchhämmert. Hat er aufgehört zu schießen? Nee, hat er nicht. Oh, er ist ganz nah. Oh, da sind die Feinde. Sind da noch mehr? Ja, das sind noch normale Skelette. Die Räder würde ich am liebsten ganz ignorieren, aber ich weiß nicht, ob sie mir nicht gleich in den Rücken fallen. Komm mal her. Ja, der hat mich, das ist gut. Lieber, oh, kontrolliert und einzeln. Was macht der denn? Swim. Okay, aufstehen bitte. Und swim. Nummer 1. So gehen die. Oh ja, Knochendrahtschild. Cool. Oh, und wir haben eine Estus-Flasche zurück. Das ist auch sehr gut. Hallo, einer von euch? Bitte nicht beide. Einen habe ich. Sehr schön. Ah, das scheint aber eine Stelle zu sein, wo die gerne mal hängen bleiben. Komm her, komm zu mir. Ich hoffe, der andere hat mich jetzt nicht entdeckt. Das hört sich gerade so ein bisschen so an. Wow. Ja, der andere hat mich entdeckt. Glaube ich. Ja, hat er auch. Nee, hat er nicht. So, den haben wir auch. So, und... Hallo. Wow. Okay. Der rollt einfach weg. Nee, tut er nicht. Komm nochmal her. Schwamm. Alles klar. Die gehen, glaube ich, wiederum ganz gut. Oh, ganz gut mit dieser Waffe. Ich glaube, ehrlich gesagt, mit Nahkampfwaffen, also wirklichen Nahkampfwaffen, enger Nahkampf, sind die ein bisschen schwieriger. Hier sind Skelette. Die stehen mit dem Rücken zu mir. Das sieht mir sehr nach einer Falle für mich aus. Aber wir probieren es trotzdem. Und ja. Schwump. Okay, einer ist weg. Aber er hat mir keine Seelen gegeben. Das bedeutet, er wird vielleicht nochmal aufstehen. Oder hat er mir Seelen gegeben? Ich habe es nicht genau gesehen. Offenbar doch. Die haben hier oben was angeguckt. Eine schöne Aussicht. Alles klar. Oh, da ist wieder ein stärkerer Gegner. Kennen wir die schon? Sind das... Oh, die sehen aus wie die aus der Kathedrale, oder? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber auch wieder lieber einzeln halt. Okay, der dreht um. Also den zweiten hole ich mir da jetzt mal separat raus. Ich muss leider jetzt so vorsichtig vorgehen, sonst überlebe ich das auf gar keinen Fall. So. Und schupp. Ah, okay. Kriege ich leider nicht einzeln. Ja, das sind aber... Nee, es sind schon die von hier aus dem Gebiet. Bitte nicht ausweichen. Dankeschön. Und es gibt sicherlich eine... Oh, große Titanitscherbe. Sehr schön. Danke. Oh, guckt euch das mal an. Da ist das Geschütz. Ich bin jetzt wahrscheinlich zu nah dran, um damit beschossen zu werden. Ah. Oh, ja, das habe ich schon befürchtet, dass du wieder sowas tun würdest, du Arsch. Erst werfen lassen.
Und jetzt... Oh. Wie viel zu langsam einfach mal, dass dieser Mist ist hier. Ah, dieses Zaubern. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir das Problem hatten. Und Schnitz! Schnitz! Rollen. Blöder Ninja-Kerl. Ja, jetzt solltest du es gewesen sein. Gut. Auch plündern, kleine Titanitscherbe, aber dafür zwei. Also man wird richtig gut aufgerüstet hier. So, und jetzt müssen wir uns vorsichtig hochschleichen. Ich schätze mal, das Ding wird von irgendwas sehr Starkem bewacht. Uiuiui, aber der Weg hierher ist wirklich sehr lang. Sehr, sehr lang. Gute Arbeit. Danke. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier nicht was kaputt machen können, ha? Huh? Da ist auf jeden Fall ein Hebel. Oder waren das schon die beiden Wächter? Guckt euch den mal an. Da sitzt jemand. Hebel. Aber dann steht ihr doch auf. Oder? Stille, nur Tränen voraus. Okay, danke. So philosophisch. Abkürzung. Okay, alles klar. Wir scheinen es hier geschafft zu haben. Das bedeutet, ich muss wirklich nur den Hebel betätigen. Richtig? Hallo? Jetzt. Um dieses Drecksding auszuschalten. Cool. Und wir haben unsere Ruhe. Ein Glück. Ein Glück. Und da sitzt noch einer von denen. Es wird auch dir geschehen. Nein, wird's nicht. Hoffe ich. Also ist mir ja schon Papa geschehen. Was willst du überhaupt? Machst du mich an, oder was? Alles klar. Das haben wir ausgeschaltet. Dann schauen wir mal da hinten, was die Abkürzung meint. Wir könnten jetzt natürlich dieses Gebiet hier vielleicht etwas besser durchforsten. Vor allem können wir jetzt wieder hierher zurückkehren. Ich bin ja so froh, dass ich hier nicht nochmal gestorben bin. Aber das sieht nach einer verdammt schmerzhaften Abkürzung aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Trotzdem, ui, ja, es ist eine verdammt schmerzhafte Abkürzung. Aber wir haben ja unsere Magie dabei. Ich probiere mal, wie viel das hier wohl heilt. Achso, das war wieder die... okay. Ja, nicht so schleu. Das ist doch keine richtige Abkürzung. Ist doch alles... doch. Wir kommen hier runter. Wenn unsere Seelen jetzt hier bleiben, ne? Hier liegen bleiben. Aber ich muss das hier alles checken. Da sind die Krabben. Habe ich denn hier denn überhaupt noch was vergessen? Lag hier noch was? Hatte ich gesagt, ich schaue da nicht rein, weil mir das alles so gefährlich ist, oder was? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht so sehr. Da hinten ist... Achso, die Krabben wollte ich auf jeden Fall noch besiegen. Ja, aber dazu brauche ich eine andere Magie. Damit komme ich mit meiner ja nicht weit. Okay. Das haben wir geschafft. Cool. Damit müssten wir doch eigentlich diesen See ziemlich weitgehend geleert haben, oder? War das hier das mit dem Leuchtfeuer? War das hier? Alter, das war aber wirklich ein weiter Weg. Nee, das war nicht das Leuchtfeuer, das war der andere Weg, oder? Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Nein, ach so, das war hier. Da habe ich ja den Freund von der Alten gefunden. Dem Grummler. Der wollte mich erschlagen, dann habe ich ihn erschlagen und alles wurde gut. Ja, das ist die komplette Geschichte, liebe Leute. Ich habe ihn erschlagen, weil er mich erschlagen wollte. Gleiches mit Gleichem vergelten. Das ist Dark Souls. Das ist Sparta. Ja, liebe Leute, so macht das Spaß. So, ich möchte trotzdem ganz gerne, sollte ich mich mit den Krabben jetzt denn wirklich schon anlegen? Ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Es sind zwei und sie sind bösartig und gemein und außerdem sind sie Ärsche. Ich könnte natürlich, ich sollte das, wenn überhaupt, wirklich mit Magie machen. Ich hab mir gerade überlegt, ich könnte es auch mit Wundern probieren. Ich kann ja ein Blitzwunder. Allerdings, weiß ich gar nicht. Was hilft denn gegen Feuerkrabben? Weder Blitz noch Magie scheint mir wirklich sinnvoll zu sein. Okay, aber hier muss doch hier irgendwo... Ja, da ist es doch. Das Leuchtfeuer sein. Ein Glück. Ein Glück. Ich würde sagen, dann stimme ich trotzdem mal ein paar andere Zauber ein. Oder ich mache halt Dunkelheitskrams-Zeug. Das könnte durchaus auch sinnvoll sein. Alles Feurige ist natürlich Quatsch. Ich habe ja Dunkelheitskrams-Zeug. Ja,
Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall mal die Auffrischung raus. Wie mache ich denn das? Achso, ich nehme einfach hier was anderes rein. Großer, schwerer Seelenpfeil. Oder soll ich den normalen, schweren Seelenpfeil reinnehmen? Nee, normalen, großen. Eisenrüstung, harte Schuppen und andere physische Materialien durchbrechen das. Ja, schon klar. Das wird... Nee, ich glaube, ich nehme lieber den hier rein. Lieber etwas schneller ballern können. So, und jetzt nehmen wir statt dieser hier mal einen Magierstab rein. Habe ich irgendwas aufgerüstet schon mal? Ja, Stab des Ketzers. Ich meine, ich habe jetzt den Italienstab. Ruhiger Gesang, erhöht für, also, der ist bestimmt einfach ein bisschen... Ach, der skaliert mit noch mehr Werten. Der ist aber ganz gut, oder? Zumindest im normalen Angriff. Keine Ahnung. Okay. Aber der hier ist schon aufgebessert. Keine Ahnung, was ich jetzt nehmen sollte, weil ich nicht weiß, wie mein Magieschaden letztendlich davon betroffen ist. Ich nehme den einfach mal rein. Guck, ob ich mich rollen kann. Kann ich nicht. Dann nehme ich statt dieser Waffe mal eine etwas leichtere rein. Das müsste gehen. Dann könnte ich eigentlich sogar noch für den Fall der Fälle mir hier noch die große Zauberwaffe... Ach so, aber das müsste ich dann... Da müsste ich den Zauberstab, glaube ich, in die andere Hand nehmen, oder? Ist das richtig? Denn es bringt ja nichts... Nee, es geht natürlich nicht. Wie er sich am Kopf raus... Was mache ich eigentlich damit? Aber ich möchte... Obwohl, eigentlich kann ich das auch machen. Dann nehme ich den lieber in die andere Hand. Ich schieße nicht gerne mit der linken Hand. Aus irgendeinem Grund kommt mir das überhaupt nicht logisch vor. So. So. Ja, jetzt kann ich machen. Hä? Ach so, jetzt ist der... Ach so. Hä? Nee, ich habe versehentlich den Skill benutzt. Jetzt ist es richtig. So. Jetzt könnte ich damit angreifen. Ja, ja, okay, jetzt verstehe ich. Das war, glaube ich, der Skill von dem Magierstab, den ich zuerst versehentlich verwendet habe. Also alles in bester Ordnung. Alles in bester Ordnung. Ich war nur ein kleines bisschen verwirrt, liebe Leute, aber es ist alles... Oh. Da ist der Ausgang. Nein, da ist der Ausgang. Ja, ich bin überhaupt nicht verwirrt. Das glaubt ihr vielleicht, aber stimmt einfach nicht. Ich bin nicht verwirrt. Sieht schon geil aus. Also ich muss schon sagen, Magie gefällt mir rein optisch schon besser als Pyromantie. Achso, ich habe es ja hiermit gemacht. Eigentlich sollte ich auch mal den Heilkrams rausnehmen. Für den Moment. Wo haben wir denn die Krabben? Ich möchte die besiegen, weil ich nicht genau weiß, ob das nicht vielleicht doch noch was bringt, die zu töten hinsichtlich Gegenstände oder so. Die erste Krabbe, die ich getötet habe, hat ja doch so ein bisschen Kleinkrams gebracht. Irgendeinen Ring, glaube ich. Den sogar einen guten Ring. Boah, das sind aber... Viel Schaden machst du nicht. Oh, aber dafür kostet es eine ganze Menge. Boah. Also irgendwie fühle ich mich da so fast wohler. Okay, das kennen wir schon. Der hat das gleiche Angriffsmuster wie... Ah, ja, das habe ich zu befürchten gehabt. Geh doch mal weg hier. Kann das sein, dass er mehr Schaden macht als der andere oder was? Ich glaube, ich bleibe bei meiner Magiestrategie. Moment mal, aber ich gehe noch mal ganz kurz. Hui! Denn dann gefällt es mir doch besser, mit der anderen Hand zu schlagen und mich im Zweifelsfall nur noch mal schützen zu können. Der buddelt sich sicherlich gleich noch mal ein. Oh nein, da kommt der daher. Okay. Ich traue dir genauso wenig wie du mir. Guck nicht so. Oh, oh. Was willst du denn? Ich wollte dich nur umrüsten hier. Wir kämpfen gleich gegeneinander. Das weißt du doch genau, du Sau. Aber... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so, jetzt hatte ich gar keine Waffe drin. Gar kein Schild drin. So, jetzt aber, okay? Wir machen das so. Fiong. Und schön weit wegbleiben. Fiong. Fiong. Das gefällt mir deutlich besser, mein Freund. Ja, klar. Oh. Alter, das ist deutlich einfacher mit Magie zu kämpfen als mit Pyromantie. Die Dinger fliegen halt straight drauf zu. Das ist schon ein Riesenunterschied. Okay. Na, ich traue dir nicht, du Arsch. Jetzt ist er ganz ruhig.
Dann schießen wir eben ein bisschen. Oh, keine Ausdauer mehr gehabt, um auszuweichen. Das war natürlich mäßig schleu. Oh, und das war pures Glück. Und schießen. Alter, ich bin zu ungeduldig bei sowas. Also so schwer sind sie eigentlich nicht, dass man sich da so oft treffen lassen müsste. Aber ich bin viel zu ungeduldig. Hui. Ja. Okay. Kannst du mal was anderes machen, bitte? Ah, jetzt ist er in irgendeinem komischen KI-Lock drin. Dann gehen wir halt woanders lang. Klappt auch nicht. Okay. Alter, das ist ja... Du bist ja lame. Also mal im Ernst. Was soll das eigentlich? Immer nur mit der... Ja. Der macht wirklich nichts anderes mehr. Doch, jetzt macht er was anderes, nachdem er mich einmal erwischt hat. Okay, das trinken wir aus. Ja, gegen eine einzelne Krabbe. 7 von diesen blöden Dingern verbraucht. Aber der macht wirklich nichts anderes. Das ist ziemlich nervig. Na, dann machen wir vielleicht sowas hier. So. Bringt das irgendwas? Hinterlässt eine kleine Titanitscherbe, ich glaube, sagt. Also, ich weiß nicht, ob ich eine bestimmte davon besiegen muss, aber das tue ich mir jetzt erstmal nicht an. Vielleicht später nochmal. Darauf habe ich keine Lust. Das würde ja ewig dauern, die alle zu besiegen. Wobei, also ich muss schon sagen, vielleicht sollte ich wirklich auf Magie umskillen, denn mit der kämpft es sich einfach viel besser als mit Pyromantie. In solchen Situationen auf jeden Fall. Oder ich gehe gleich auf Nahkampf. Ich habe übrigens mal einen Nahkampfcharakter ausprobiert von Anfang an. Natürlich auch in der Kenntnis der Gegner und so weiter und so fort. Ich persönlich finde den Nahkampf tatsächlich sehr viel leichter zu spielen als Magiecharaktere. Insbesondere wenn man sich so ein bisschen tanky skillt, da hält man wirklich einfach viel mehr aus und man schlägt eigentlich auch schneller zu, also ich finde es tatsächlich leichter. Allerdings ist man natürlich nicht so vielseitig wie ich jetzt. So, wir wollen mal reisen. Ich glaube, ich möchte mal zum Feuerbandschrein. Ich überlege mir, ob ich mir nicht noch ein paar Zauber kaufe. Natürlich bleibe ich bei der Pyromantie und ich muss ja auch noch ein Buch abgeben. Oh, richtig. Tja, Leute. Entschuldigung, jetzt muss ich ganz kurz ein bisschen auf die Uhr gucken und schauen, ob da alles in Ordnung ist. Denn ich habe jetzt, glaube ich, noch ein oder zwei von diesen komischen Romanen, die ich da weitergeben muss. Oh, und ich habe noch eine Estus-Scherbe, die ich auch noch... Ja, das macht jetzt alles zuallererst. Das ist richtig geil, das Ding. Das habe ich ganz vergessen. Cool, oder Knochensplitter ist das, ja. Hier, tup, und tschung, yeah. Das ist einer der besten Buffs, die man hier bekommen kann, finde ich. So. Aber auch ansonsten, also mir geht's ja nicht schlecht, ne? Also es ist ja schon so, dass ich inzwischen einen Charakter spielen kann, der sich schon gut spielt auch. Hm, habe ich eigentlich was Neues für dich? Reparieren, verstärken? Nö, eigentlich nicht. Nee, habe ich auch nichts. Eine Asche habe ich auch schon länger nicht mehr gefunden, glaube ich. So. Gegenstand kaufen, verkaufen? Nö, hat auch nichts Neues. Dann gucken wir mal bei unserem Pyromantenfreund. Unentfachter, hallo, ich freue mich auch, dich zu sehen. So, Pyromantie-Flammen verstärken könnte ich theoretisch nicht machen. Titanitbrocken brauche ich davon 2. Ha, dafür. Na gut, Pyromantie-Folian. Oh, 3 Stück, echt jetzt? Von Izalith. Ein Pyle um Izalith, aha. Ja, Izalith, Entschuldigung. Ja, yeah, ist toll, oder? Nee. Yeah. Cool. Mal gucken, was ich jetzt Neues kann. Große Chaosfeuerkugel. Schleudert riesige Chaosfeuerkugel. Das klingt ja geilo. Das klingt richtig gut. Ist das jetzt meine... Oh, ist aber auch viel teurer als der alte Zauber. Oh, und Chaossturm, den kenne ich noch. Und Säureflut. Versprüht Waffen und Rüstung zerfressende Säure. Na gut, okay. Karthus Flammenbogen. Verstärkt die rechte Waffe mit Flammen. Ich glaube, die hatte ich schon. Okay. Ist ziemlich teuer, die Magie. Verwendete Slots 2. Das hier auch. Ah, ist gut, dass ich jetzt mehr Slots habe. Sonst könnte ich das gleich wieder knicken. Sehr geil. Okay, was haben wir noch? Quelana. Er ist der Quelana verlernt. Of them who wandered the lands, then
she must have returned to Izalith after all. But I regret to say, I cannot accept this. Quelana's pyromancies are for witches and must be learned from a mistress. But thank you for allowing me to peer upon such a thing. Huh. If only I were a woman. Huh. Was? Na gut, dann halt nicht. Okay, probieren wir das hier. Foliant der Grabwächter hergeben. Okay. Verboten im großen Fall, wenn wir nur gepeinigte Unglückselige. Okay. Ich dachte ja schon mal, dass ich irgendwie der Tussi, die da, also der anderen Tussi da vorne, Folianten übergeben könnte, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Muss ich noch überlegen, wie ich das mache. So, Zaubereien erlernen brauche ich nicht. Ich möchte jetzt, glaube ich, erstmal die beiden neuen Sprüche erlernen. Ich glaube nicht, dass ich den Chaossturm tatsächlich gebrauchen kann. Denn das ist sowas, was einfach ewig dauert, um es zu casten. Also das ist zumindest im zweiten Teil. Hier habe ich es noch nicht gesehen und noch nicht ausprobiert. Aber ich nehme mal an, dass das wieder so sein wird. Für große Gegner wahrscheinlich ganz toll. Vielleicht sogar für viele Gegner, das weiß ich nicht so genau. Aber ich möchte es auf jeden Fall haben. So, nee, ich bleibe nicht zu lange weg. Keine Sorge. Hast du irgendwas Neues für mich, mein Freund? Oh, hello. Fine work, I say. Ah? Ja, wow. If the tales are true, it is home to all moon-worshipping nobles and should be packed with treasure. Edle Mondesjünger. Shall I go and see what I can find? Stirbt er mir dann? Also, das ist ja das aktuelle Gebiet. Ist ja ein gefährliches Gebiet. Aber wenn ich es ablehne, wird er vielleicht sauer, ha? Huh? Na gut, ich schicke nochmal Plündern. I am Grey Rat the Thief. Okay, lieber nochmal gucken, ob er irgendwas hat, was ich haben möchte, für den Fall, dass es ihm nicht so gut ergeht dort. Ich glaube, sowas habe ich schon mal. Ne, Priesterglocke habe ich da schon mal. Hat er neue Sachen? Ich glaube schon. Schild des Hohepriesterritters, wow. Aber, nee, ich glaube doch nicht wirklich was Neues. Scheint keine Schlüssel, keine Key-Items zu haben. Ein bisschen Glut und so halt, ja, meinetwegen, aber nicht wirklich interessant. Blitzurne. Ja, ich würde sagen... Ich hoffe, du überlebst, aber ich weiß es nicht, ob es so schlimm wäre, wenn du es nicht tun würdest. So, hi. Okay, hier könnte ich auch noch mal was kaufen. Giftiges Wurfmesser. Das klingt nicht schlecht, ehrlich gesagt. Einfach so ein bisschen, um Leute zu erschrecken. Ja, den Rest kann ich leider erstmal knicken. Ich wollte noch mal gucken. Achso, ich muss auch noch mal meine Ausrüstung gleich wieder wechseln. Wollte eigentlich auch noch mal gucken, ob ich hier den Foliant nicht vielleicht doch in die Hand drücken kann. Okay. Und jetzt gehen wir erst nochmal zurück. Wir gehen jetzt auch nach Izalith. Oder Izalith. Das ist ja der Hauptweg wieder. Wo ist denn der Meckerfritze? Huch, der ist ja weg. Oder ist der noch woanders? Hey Meckerfritze, was ist denn los? Bist du verschwunden? Bist du tot? Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass mir die Charaktere... Ach, guck mal. Da haben wir schon wieder das mit den Nebelwänden hier. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass mir die Charaktere wegsterben. Weil ich irgendwas Falsches mache. Aber das kann man einfach bei einem Blind Let's Play nicht wissen. Und ich gucke halt auch nicht nach. Ich möchte auch nicht nachgucken, was so alles passieren kann. Das fände ich nämlich ein bisschen doof. Ein bisschen langweilig. Ein bisschen einseitig. So. Und jetzt wollen wir mal schön weiterreisen. Und zwar zumindest nochmal 5 Minütchen zum Zentrum von Irithyll. Irithyll. Ich hoffe, ich habe hier soweit alles gefunden. Die Krabben müsste ich nochmal umbringen, genauso wie ich immer noch den Drachen umbringen muss, der im ersten Gebiet rumhängt. Das ist alles ganz klar, ja, auf jeden Fall. Muss ich noch machen, aber im Augenblick nicht. Im Augenblick habe ich anderes zu tun. Ja, im Augenblick möchte ich erstmal die weiteren Gegenden erforschen und eventuell auch endlich eine Möglichkeit finden, vielleicht mal so ein paar Kristallmagiesteine zu farmen. Also, keine Ahnung. Alles klar. Aber ich wüsste nicht, wo ich die herkriegen soll. Obwohl, das ist vielleicht sogar das richtige Gebiet hier. Könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, weil das ja hier so die Smart-Asses sind. Ja, die haben wir ja schon kennengelernt. Es gibt hier nur 2 Gegner, das ist in Ordnung. Oh, ich hab die... Ah, ich Horsemeier. Ah, na gut, dann eben... dann eben... mit Nahkampf... nochmal reingetreten. Ähm.
Oh. Oh, roll dich. Oh. Uiuiui, das war aber haarscharf. Ich meine, ich sitze direkt neben dem Feuer, aber trotzdem fände ich das blöd, wenn du mich jetzt killen würdest. Was war das denn? Also dieser Schlag ist sehr stark. Das habe ich das letzte Mal ja gar nicht gemerkt. Uiuiui. Okay, die Dinger sind gefährlicher, als ich dachte. Und die sehen cooler aus, als ich dachte. Seht ihr das? Die haben so einen Totenschädel-Vieh-Dings. Okay, der hat mich jetzt einfach umgebracht. Das fand ich jetzt blöd. Ich hätte jetzt gerne überlebt eigentlich. Aber da müssen wir erstmal unsere richtigen Feuerzauber wieder einsetzen. Auch das ein Problem, das ein Nahkämpfer niemals haben wird. Die falschen Zauber eingestimmt haben. So, aber das macht ja nichts. Ich denke, das hier... Ach so, ich bin ja auch blöd. Hätte ich ja von Anfang an machen können. Ich wollte ja sowieso nochmal das ausprobieren, was ich da neu gelernt habe. Die beiden nehme ich jetzt mal rein. Einfach, weil es geht. Mal kurz gucken, was das so macht. Sieht genauso aus wie der Feuerball. Ach, hinterlässt aber noch irgendeine Bodenfläche. Was ist das hier? Ja, sieht genauso aus wie im anderen Teil. Hat aber echt eine große Reichweite, muss ich mal sagen. Könnte eventuell durchaus nützlich sein in bestimmten Kämpfen. Naja, aber für den Moment soll mir die große Chaos-Feuerkugel auch reichen. In der Hoffnung, dass das... Ich meine, es kostet halt auch alles so viel FP, so viele Fokuspunkte. Und danach sind wir nur noch halb so effektiv. Okay. Tja, Fums. Okay, au, aber das ist geilo. Das ist richtig cool. Das war ziemlich stark, muss ich mal sagen. Dürfte auch gegen Schilde helfen. Ha? Ich will gerade wechseln, geht aber nicht. Also das Ziel wollte ich gerne wechseln, aber es ging nicht. Und nochmal. Ist das geilo? Okay, da rollen wir durch. Und Tim, nochmal am Boden bitte. Okay, das kann aber auch abwehren. Dann müssen wir gegen dich wahrscheinlich eher normal kämpfen. Okay, und... Der hat jetzt aber zweimal ganz komisch getroffen, muss ich sagen. Ganz komisch getroffen. Dann komm mal her. Okay, und zuschlagen. Und tschüss. Alles klar. Gefährliche Gegner, aber sie gehen. So, da kamen wir das letzte Mal ja nicht weiter. Ja, eigentlich müsste ich schon wieder den Part beenden, genau an der Stelle, wo ich das letzte Mal auch aufgehört habe. Bin ich da das letzte Mal hochgegangen? Ja, da hat jemand keinen Gegenstand mehr im Popo. Das sieht so aus, als hätte ich da vor Ort doch gesorgt. Ui, erschreckt mich doch nicht so. Okay. Was bist du für einer? Eine? Schum! Oh, schwächer als ich dachte. Scheinbar eher ein kleiner Gegner. Dann probieren wir euch auch mal so. Die sehen aber geil aus, muss ich sagen. Schon. Naja, also die muss ich nicht mit dem Feuerball, glaube ich, besiegen. Die sind nicht so stark. Hinterlassen aber auch keine Gegenstände. Ist ein bisschen traurig. Oder sie haben noch nicht ihre wahre Kraft, blühende grüne Blume, aktiviert. Das kann durchaus auch sein. Oh, hier sind aber einige Leute unterwegs, ne? Pfung! Ja, toll. Also das finde ich echt... Oh, das ist ja neu. Huh? Oh. Alles klar. Kein ungefährlicher Gegner. Sehr, sehr hohe Reichweite. Okay, aber... auch kein sehr gefährlicher Gegner auf der anderen Seite. Oh, er hat sich aufgelöst. Nicht, wenn man Fernkampf hat. Wobei man ja sagen muss, eigentlich hat... Eigentlich jeder Fernkampf. So, das trinken wir aus. Ja, also auch ganz normale Nahkampfcharaktere können sich eine Armbrust zur Hand nehmen. Das macht zwar nicht so viel Schaden, ist aber eine super Ergänzung zum Nahkampf und macht solche Kämpfe sehr viel leichter. So, diese drei, ja. Viel Magie habe ich nicht mehr. Ach, du kommst einzeln. Das ist aber nett von dir. Okay. Die haben, glaube ich, eine verzauberte Waffe und können deswegen auch durch 100% Schilde durchhämmern. Und schon. Hui. Und schon. Ich habe dich erwartet, könnte man auch sagen.
Okay, und dich machen wir einfach so weg. Alles klar. Schön langsam die Gegner. Das kann ich auch mal ganz gut leiden, muss ich sagen. Nachdem die letzten alle ein bisschen schneller waren. Oh, ist aber hell hier. Viel Schnee. Überreste plündern. Das habe ich gar nicht gesehen. Eisblaue Moosklumpen. Schade, dass es nichts Gutes ist. Huch. Das klingt so, als wäre hier was Gefährliches. Wieder so einer mit einer... Ach ja, ist wieder so einer. Und in einer ganz blöden Position. Ich glaube, dann muss ich jetzt erstmal an dir vorbei. So. Okay. Ist da noch einer? Ich habe es gerade gehört. Ah ja, da sind nochmal normale Gegner. Man ist ganz schön eingezwängelt hier, muss man mal sagen. Ich glaube, ich gehe lieber mit dem erstmal nach unten. So. Ach, der hat mich gar nicht verfolgt. Wie mache ich den denn jetzt am besten? Den erreiche ich doch gar nicht mit meinen blöden Feuerbällen. Und hochgehen kann ich auch nicht so einfach. Ja, Wams. Ah, ich glaube, ich muss erstmal auf diese beiden Patrouillen warten. Ach, Mist. Das ist gemein, dass einige von den Sachen da durchkommen, andere nicht so gut. Die Patrouille hat schon wieder umgedreht. Dann... Ne, hat sie nicht. Ah ja, da ist einer. Das ist gut. Und... Wumms! Weg. Wieso ist das denn jetzt noch? Achso, das war schon die zweite Attacke. Alles klar. Und der andere kommt auch, hoffe ich. Der ist sogar noch ein bisschen gefährlicher. Ich gehe noch ein Stück weiter zurück. Der hat mich ein... Oh, kommt das weit! Nein, falscher! Nein, auch falsch! Gott, jetzt gerade ich in Panik hier. So, entfernen, ja. Was war das denn? Jetzt habe ich meine Magie hier verschwendet. Ja, komm mal her. Okay, von hinten. Schwilteboom! Schlimms! Okay, und jetzt nochmal. Okay, den letzten mache ich noch. Da muss ich den paar dringend... Obwohl, nee, ich weiß nicht, ob ich den noch schaffe. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schaffe, aber auch zeitlich ist das jetzt schon ein bisschen eng hier. Aber ich würde den schon ganz gerne noch machen. Boah. Der ist echt fies. Boah, da kann ich nicht mal so vorbeilaufen. Echt fies positioniert, muss ich mal sagen. Okay. Und... Oh, den kann ich ja noch nicht mal. Den kann ich nicht mal aufschlitzen. Okay. Was war das denn? Schnell. Weg hier erstmal kurz. Ui. Habt ihr gesehen, wie schön ich geflogen bin? Das war ja wundervoll. Okay. Ja. Dem fällt aber auch nichts Neues ein, ha? Na gut, ich meine, es funktioniert ja auch. Was will er mehr? Wumms. So, wir haben dich noch. War zwar kein schöner Kampf, aber der ist auch an einer ganz blöden Stelle da. Und wir kriegen sogar noch ein Fläschchen zurück. Ja, und wir kriegen hier auch einen Gegenstand. Große Titanitscherme. Ja, Leute, ich würde sagen, dann hören wir jetzt erstmal auf. Ich beende den Part hier. Und wir schauen beim nächsten Mal weiter, was dieses Level noch alles zu bieten hat. Ist nicht ganz leicht, muss ich mal sagen. Gefällt mir aber besser als das letzte. Oh, da gibt's aber noch... Den muss ich noch haben. Den muss ich noch haben. Oh. Könnte es sein, dass ich jetzt gerade eine Falle aktiviert habe? Komm schon, mach schon. Hau hin. Ja, Gott sei Dank. Gut, alles klar. Keine Falle. Es klang so nach Falle. Klingt hier unten nach Falle. Ist ja auch egal. Alles klar, liebe Leute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich habe leider viel zu kurze Arme und deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.